Dazu. Der Rasen hat es nötig, sagt er. Haben wir das nötig? Den Zaun da hinten hat er auch schon repariert. Sieht das nicht so aus, als ob wir alles verschlampen lassen und ohne ihn nicht zurechtkämen? Ja. Was ja? Lasse ich etwa alles verkommen? Ich werde mit Haus und Grundstück spielend fertig. Nun regen Sie sich doch nicht so auf. Nun regen Sie sich doch nicht so auf. Er ist übergeschnappt, Herr Professor. Eines Tages kommen Sie nach Hause und er steht in der Küche und schält Möhren. Weil ich den ganzen Tag schlafe. Ist die so kratzbürstig oder tut sie nur so? Ja, das weiß ich auch noch nicht so genau. Ich will ja wirklich niemandem lästig fahren. Das tun sie auch gar nicht. Frau Michaelis, was ist denn los? Ist der Florian krank? Verunglückt? Frau Michaelis! Was ist denn los, Frau Michaelis? Lesen Sie doch. Lesen Sie selbst. Verunglückt, jawohl. Er ist verunglückt. Und wissen Sie mit wem? Nein. Mit der Mizenza ist er verunglückt da. Liebe Kaster, ich habe die Mizenza nun endlich gefunden. Ganz weit im Norden. Leider kann ich aber die Scheidung nicht in die Wege leiten, weil ich mich erneut in sie verliebt habe. Und sie sich auch in mich. Da du mir ja selber einmal gesagt hast, eine Ehe ist eine Ehe und eine Ehe ist heilig, wirst du ja verstehen. Och, dieser Mistkerl. Die Eisbären sollen ihn fressen, das verlogene Stück. Ach, was mir da erspart bleibt. Die arme Mizenza, die kann man nur bedauern. Was gaffen Sie denn so blöd? Ich weiß schon, warum ich nie heirate. Nie, nie, nie. Und nun stehen Sie nicht drum rum, sondern melden Sie den Rasen. Ich brauche kein Mitleid. Ich bin gerettet worden. Jawohl, gerettet. Mach Geld aus dem Weg, Charlie. Ich bin flüchtig. Mir geht es gut. Mit Zeit sei es zu bedauern. Mir geht es gut. Muss man gar nicht irgendwie helfen? Nö. Ne? Nö. Die nimmt jetzt alle seine Briefe und schmeißt sie weg. Und dann geht's ihr wieder gut.